Haben wir Fackeln? Eine haben wir nur noch. So, mein Freund. Oh. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt komme ich. Hä? Sind da irgendwie Stacheln an der Tür oder so, dass der schon halb tot war? Weil gebrannt haben kann er ja hier unten drin eigentlich nicht. Hm. Naja, was wir brauchen, sind Fackeln. Dazu sprinten wir mal eben hier nach unten. Fackeln. Fackeln haben wir hier nicht mehr. Haben wir hier drüben noch Fackeln? Wir haben auch keine Fackeln mehr. Und hier? Auch nicht. Hm. Haben wir tatsächlich keine Fackeln mehr? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Sieht aber tatsächlich so aus. Bestimmt haben wir oben in der Kiste noch Fackeln, ne? Sag doch mal. Egal. Fackeln braucht man ja sein Leben lang in Minecraft. Zack. Also haben wir wieder 45. Passt. So, so. Und was ich demnächst auch mal machen muss, ist unbedingt... Au! Au! Zack! Was ich demnächst unbedingt mal machen muss, ist eine kleine Farm bauen. Beziehungsweise zumindest schon mal irgendwo ein paar Felder anlegen, denn ich habe keine Lust, jedes Mal wieder die Hühnchen killen zu gehen, weil langsam wird es auch knapp, ne? Ich sehe hier nirgendwo mal Hühner. Weil die wahrscheinlich wieder gespawnt sind. Aber, wie gesagt, es ist einfach komfortabler, wenn wir einfach... wenn wir einfach über ein Feld warten. Kann man über ein Feld warten? Ich glaube nicht, oder? Wenn wir durch die Ähren gehen und dann, und dann dort einfach ein bisschen Holz sammeln. Wieso habe ich das jetzt eigentlich hier so aufgemacht? Sagt mal. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Oder wollte ich das doch? Nein, das wollte ich nicht. Hier soll... 1, 2, 3... 1, 2, 3. Hier kommen dann einfach mal zwei Türen hinein. So und so. Und dann kommt hier einfach mal ein Balkon hin. Habe ich mir gerade so spontan überlegt. Toll, oder? Und dazu müssen wir wieder einmal ein bisschen mit Gras spielen. Beziehungsweise mit Erde und Gras. Aber die mögen das ja auch so sehr wie wir. Insofern passt das schon. So. So, so. 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 Zack, 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 zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und Nase zuhalten. Au! Und jetzt müssen wir hier so. 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 Hinunter gehen. Hinunter. So. Jetzt kann hier schön das Gras hochwachsen. Den drüben müssen wir dann natürlich genau nochmal das... Hier drüben müssen wir natürlich noch einmal genau das gleiche machen, aber nicht bevor wir richtig schön lecker die Chicken Wings verdrückt haben.
Apropos Chicken Wings, ich glaube, irgendwas in die Richtung werde ich mir nachher mal noch bestellen. Beim Lieferservice. Bringdienst. Erde. Ich brauche Erde. Zack. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Na. Zack, 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 zack. Wobei es ja tatsächlich Fakt ist, dass, wenn man ständig bei diesen Bringdiensten bestellt, dass es erstens ordentlich auf die Tasche geht, also aufs Geld. Und zweitens ist das nicht ganz so gesund. Das merke ich auch immer mal wieder schmerzhaft. Und zwar immer dann, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich bin so eine fette Sau. Ja, ich bin natürlich wunderschön gestählt. Ist ja klar. Welcher Let's Player ist es nicht? Ne? Beziehungsweise welcher Gamer? Also, dieses Bild, was immer vermittelt wird von Gamern, sind alles unfitte Menschen. Ist natürlich vollkommen falsch. Da lässt sich nicht verallgemeinern. Wie bei allen anderen Dingen auch nicht. Sind halt auch nicht alle RTL-Mitarbeiter doof, ne? Wobei doch. Das schon. Da lässt sich ausnahmsweise verallgemeinern. So. Ja. Okay. Das hätten wir. Jetzt müssen natürlich hier überall. Muss das so? Sagt mal, wie viel Sand haben wir eigentlich eingesammelt beim letzten Mal? Wir brauchen nämlich ganz schön viel Glas. Wobei wir natürlich hier oben, tatsächlich könnte ich hier oben mal auf das, ich sag mal, billige Glas ausweichen. Na. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ansonsten sind wir ja nur noch unterwegs auf der Suche nach Holz und werdet ihr gerade eigentlich ein bisschen bekloppt, wenn ich hier die ganze Zeit so rumhüppe? So. Ansonsten sind wir nur noch auf der Suche nach Holz und Sand. Sand, genau. Sand war das schwierige Wort. Es wird schon wieder dunkel. Da wirst du echt bekloppt hier. Wie macht man eigentlich dieses Glas? So? So? Wahrscheinlich drei, ne? Gucken wir direkt mal. Und wo wir schon mal hier unten sind... Oh, falsch. Wo wir schon mal hier unten sind, können wir dann auch einfach mal... Hä? So. Okay. So. Nein. So. 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 Und so. So, nun haben wir einiges an Glas. Und jetzt gehen wir erstmal pennen. Zack, hingekloppt. So. So, mit O. Jetzt hauen wir mal hier das Glas erstmal weg. Ist natürlich schade, ne? Wie ist das eigentlich, wenn ich... Nee, das funktioniert hier gar nicht, oder? Test. Müsste man jetzt hier nur eins ranbappen, wa? Gefällt mir das? Nee, das gefällt mir nicht. Hier müssen wir es dann doch anders lassen. Achso, hier geht das ja auch nicht, ne? Verdammt! Tolle Wurst. Tolle Wurst. Jetzt können wir es hier doch nicht nutzen.
Ja gut, dann müssen wir eben doch die ganze Zeit Sand und Erde sammeln gehen. Erde, ja. Genau. Sand und Stein auch nicht. Sand und Wasser ist es auch nicht. Und auch nicht Sand und Cobblestone, sondern Sand und Holz. Weil wir ein wenig noch haben, wie es aussieht, hier an Glas und... Hopp. Hopp. Und... Sag mal. Sand. Mann, oh Mann, heute gibt's ordentlich Gehirnlags hier bei mir. Wie ihr merkt. Apropos Gehirnlags, ja. Ich habe, als ich noch jung war, da habe ich mal angefangen, also ich wollte immer damals in der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Jahre es waren, die ich damals davon geträumt habe. Wäre natürlich immer noch schön, aber die Zeit ist einfach nicht da. Wollte ich immer schon ein Buch schreiben, einen Roman. Ja? Richtig schön, irgendwie was, eine Fantasy-Geschichte, so im Herr der Ringe-Style. Sag ich mal. Herr der Ringe, Schrägstrich, Narnia. Irgendwie sowas. Übrigens, Narnia, die Bücher echt gut. Filme geht so, Bücher gut. Finde ich zumindest. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Und da hatte ich es eben auch häufig, dass ich mich hingesetzt habe und schreiben wollte und dann lief es eine ganze Weile und dann plötzlich bin ich an einem Punkt gelangt, wo plötzlich nichts mehr ging. Da war dann irgendwie mein Gehirn einfach aus. Ich glaube, da gibt es auch so einen Off-Mode bei meinem Gehirn. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Aber dann geht auch einfach nichts mehr. Dann kann ich einfach... wo ist der Fehler? Hier ist der Fehler. So. Dann kann ich einfach auch nicht... Dann kann ich mich noch so sehr konzentrieren. Zumindest ich versuche immer, mich noch so sehr zu konzentrieren. Es kommt einfach nichts mehr zustande. Da kommt dann einfach nichts mehr raus. War in der Schule auch immer so. Eigentlich schlimm, aber... Es ist tatsächlich so gewesen und ist auch noch immer häufig so. Also meistens, ja. Das ist dann nach einer Weile auch wieder vorbei. Dann muss ich einfach eine Pause machen. Muss irgendwie Sport machen oder so. Und dann ist der Kopf auch wieder frei und dann läuft es auch wieder. So. Oh. Ich habe Leertaste gedrückt, aber da ist nichts passiert. Das ist ja schade. Schade. Ist es möglich, dass wir zu viele Fenster in unserem Haus haben? Ich fürchte, wir haben zu viele Fenster in unserem Haus. Zumindest hier oben dürfen nicht so viele Fenster sein, oder? Unten geht's, glaube ich, aber hier oben ist das irgendwie doof. Schön, wie ich so konsequent bin in meinem Baustil. Und immer alles genauso umsetze, wie ich es denn auch so mir denke. So, weil irgendwie kuschelig wird es dadurch nicht, wenn überall so viel Glas ist. Und irgendwie stehe ich auf kuschelig, ne? Das ist schon eine schöne Sache. Kuscheln. Hä?